In der letzten Folge haben wir ja die Eule bekommen, die werden wir jetzt auch zusammen testen. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was sie schon kann. Fähigkeiten hier, Bestienmeisterfähigkeiten, und dort ist ja einmal Eulenbegleiter. Mit D-Pad nach oben kann man die Eule rufen und mit R3 hat man einen Jägerblick. So, hier unten zum Beispiel, wenn ich jetzt oben sehe, 1330 XP habe ich, mir fehlen noch 170 bis zu 1500, dann habe ich wieder einen Fähigkeitspunkt und dann werde ich natürlich auch hier einen Punkt hinsetzen, dass meine Eule einen Angriff machen kann auf Gegner mit einem Sturzflug und Ausruhzeit 80 Sekunden. Man kann die natürlich auch verkürzen, aber das heißt, wir müssten halt mehr Fähigkeitspunkte kriegen. So, wir werden das einfach mal kurz testen. So, Keule anzünden, das jetzt nicht, sondern wir rufen jetzt mal die Eule. Ich bin gespannt. Guckt euch das mal an. Auf L2 langsam. Okay, machen wir mal langsam. Okay, cool. Nach links. Bestie entsenden. Wenn ich eine Bestie habe, kann ich die auch mit R1 dorthin senden. Okay. Und da kommen wir auch zum Punkt. Wir müssen jetzt eine Bestie erstmal holen. Oh, da kommen welche. Okay. Oh, ein Gefangener mit zwei Leuten hinter. Den müssen wir jetzt retten. So, zurückrufen. Okay, losbinden. Hey, yo. Bitte, bitte. Bitte schön. Ja. So, Blaublatt. Neuer Dorfbewohner. Jetzt haben wir sechs Stück schon. Das wird ja immer mehr. So, hier. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt auf der Karte hingehen müssen. Hier. Tensai, der Schamane. Finde den Wolfsbau und zähme den Weißwolf, damit er an deiner Seite kämpft. Das ist cool, das machen wir jetzt auch zusammen in dieser Folge. Auch wenn das ein bisschen länger wird, aber wir werden das zusammen machen. Nein, 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 nein. Zweimal schießen, dann essen. Nein, verflucht noch mal. Ich bin Anfänger. Egal, wir werden das jetzt noch mal machen. Wo bin ich denn jetzt? Okay, hier bin ich jetzt. Egal, das ist gut. Wir sind näher ran. Wir müssen noch nicht mal so weit. Belohnung. Okay, hier brauchen wir jetzt im Moment noch nichts. 7, 8. Okay, reicht auch aus. Also wie gesagt, ich bin ja gerade gestorben wie ein blöden Bär. Hier ungefähr. Wir müssten halt hier lang, wo Braunbär ist. Also hier sind überall Braunbäre. Aber ich meine, wir können ja jetzt hier lang gehen. Das ist ja viel kürzer. Also gehen wir jetzt einfach mal. Hier müsste jetzt auch was liegen. Oder ist das in der Höhle? Ach, hier oben. Da. Am Baum hängt das. So, suchen. Okay. Jetzt gehen wir mal. Oh, es wird dunkel. Ich glaube, wir legen uns einmal kurz hin zum Schlafen. Wie gesagt, es ist sehr gefährlich, im Dunkeln hier rumzulaufen. Ich habe immer noch nicht gut geschlafen in so einem Bett. Naja. So, gehen wir mal dorthin. Hier liegen noch Sachen. Zwei. Hä? Hä? Wo ist denn das? Egal, gehen wir mal hier. Da ist ein Kollege. Hallo. Rashtar. What up? What up? Was geht ab? Hier Holz mitnehmen. Was ist denn hier? Ich höre was.
Aber ich glaube, das ist dennoch in der Höhle. Gut, wir müssen da runter. Dann gehen wir am besten schon mal hier runter. Kann man da durch? Wir probieren jetzt einfach mal die Fackel anzuzünden. Meint ihr, da kommt man durch? So. Feuer löschen. Ja, als wenn man da durchgehen kann jetzt, oder? Ich bin gespannt. Nee, ich glaube eher nicht. Nee. Okay. So, dann müssen wir hier lang. Oha, so tief. Einmal kurz ein bisschen rutschen hier. Dort unten, dort müssen wir hin. Ach, hier ist es ja. Hallo, Kollege. Das nehmen wir noch mit. Schauen wir uns das einfach mal an. Belohnung. 750 XP. Krass, findet den Leitwolf und zähme die Bestie, damit sie an deiner Seite kämpft. Sollen wir? Sollen wir? Ja. Oh, dann wohl one. I shove you. So, drücke D-Pad nach oben, um deine Eule zu rufen. Deine Eule kann aus der Luft Feinde markieren. Du kannst deinen Jägerblick auch im Fliegen einsetzen, wenn du R3 gedrückt hältst. Du kannst neue Fähigkeiten für deine Eule-Fähigkeitsmenü freischalten, indem du die Hütte des Schamanen in deinem Dorf errichtest. Ah, okay, die Hütte des Schamanen in deinem Dorf. Okay, was müssen wir jetzt machen? So, setze die Eule, um Odam zu finden, drücke Eule zu rufen. Okay, das haben wir schon eben alles gemacht, aber jetzt machen wir das einfach mal. Wie soll man jetzt hier was finden? So, gucken wir mal, ob wir was finden hier. Ach, dort. Ah! Dort hinten müssen wir hin. Ich bin gespannt. Dar, Udam Wandar. Okay. Wie viele sind das? Blutspuren. Okay. Okay, los geht's. Wir müssen runter. Und ich glaube auch, die Gegner töten. Nehmen wir alles noch mit hier. Ist ja alles kostenlos. Alles mitnehmen. Okay, jetzt gehen wir mal hier hoch. Fähigkeiten. So, suchen. Das waren ja tolle Treffer hier. Okay, jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe eine neue Fähigkeit, aber ich glaube dennoch, man muss die Hütte erstmal aufbauen. Jetzt kann man das noch nicht einsetzen. Wir behalten das jetzt einfach mal. Pflanzen werden auf deiner Minikarte angezeigt. Das ist auch cool. Kann man eigentlich das auch noch upgraden? Nein. Okay, warum habe ich Feuer löschen. So, was müssen wir jetzt machen? Benutze, um Fleisch zu Köder zu stellen. Benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Okay, hier. Herstellen. Machen wir jetzt einfach mal. Ja. So, Folge der Blutspur. Okay. Dort hinten müssen wir lang. Hier sind noch Pfeile. Super, müssen wir noch nicht mal Pfeile herstellen. Lashburi. Hä? Ah, hier. Das ist ja cool gemacht. So, hier hoch. Ich muss das nochmal einsetzen. Hier entlang. Wal Shanti. Ach, hier. Dort hinten ist er. Dort hinten ist er. Dort hinten ist er.
ist der Wolf. So, stelle Köder im Waffenrad her. Habe ich ja gemacht, ne? Halte L1 gedrückt und markiere den Köder, um Infos zu erhalten. Wirf Köder mit R1 aus, die Bestie anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam und wende Frist und halte Viereck gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Okay. Jetzt versuchen wir unser Glück. Dort ist die Bestie. Oh, zum Bestienmenü hinzuzufügen. Wir haben dich hinzugefügt. Oh shit, wir haben jetzt einen Wolf. Du kannst deine Bestie auf dein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen. Lassen Ziele mit L2 und drücke R1, um deinen Befehl zu erteilen. Wenn deine Bestie verwundet wird, geh an sie heran und halte Viereck gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Wenn deine Bestie stirbt, kannst du sie im Bestienmenü wiederbeleben oder eine weitere Bestie zähmen. Okay, also zähme mit L2. Okay. Ich verstanden, ich hoffe ihr auch. Streicheln. Ist ja lieb. Ja, fein. Ja, fein. So, hier drin ist noch was. Was gibt's denn hier drin? Da. Okay. Jetzt gucken wir nochmal, ob ich jetzt schon das bauen kann. Nein, Rothundpfeil. Der fehlt immer noch. Das müssen wir bei der nächsten Folge machen oder übernächste Folge oder irgendwann, wenn wir endlich mal einen Rothund finden werden, werden wir dies auch machen. So, dort unten müssen wir mal hin. Ist noch Feuer. Kommt mein Hund denn mit? Ja, super. So, jetzt gehen wir hier hoch. Alter, ist er gedrückt und R1. Okay. Let's go. Ich will mir das jetzt anschauen. Keine Chance, hat keine Chance, hat keine Chance. Hast du super gemacht. Tushi. Leckerli. Geil. Mein Hund auch schlagen. Oh. Drücke D-Pad nach rechts, um das Bestienmenü zu öffnen und alle zähmbaren Tieren anzusehen. Das Tiere dir rufen oder deinen derzeitigen Begleiter wegschicken. Okay, und das andere kennen wir auch schon. Cool. Ich bin jetzt Bestienmeister. Bestienmeister, Leute. Bestienmeister bei Far Cry Hammer. So heile. Oh, wie egoistisch. Entschuldigung. Nee. Wir müssen mehr Fleisch suchen. Mehr Fleisch. So. Das kennen wir auch schon mit dem Leuchtfeuer. Das kennen wir auch. Und das kennen wir auch. Schnellreise. Das haben wir ja schon mal bei der vorigen, oder beziehungsweise davor, noch die vorige Folge schon kennengelernt. Also schaut einfach mal, liebe Zuschauer da draußen, einfach die vorigen Folgen an von der Let's Play Show hier. Von Teil 1 am besten bis hierhin. Es ist einfach nur spannend. Und jetzt greifen wir einfach noch zu guter Letzt noch hier an. So, Pfeil und Bogen. Und Angriff. Oh, der hat Angst. Aber wenn er angreift, kostet das immer ein Stück Fleisch. Na doof. Ja gut, töten wir den noch. Dann schauen wir mal. Dann machen wir mal eine Schnellreise. So, jetzt machen wir einfach mal eine Schnellreise. Wohin geht's? Natürlich wieder hier. Leuchtfeuer brennt. Dort gehen wir hin.
Und ab da anfangen wir bei der nächsten Folge in diesem Let's Play an und schauen mal, was wir dann zu erledigen müssen. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Dann bin ich echt gespannt auf der nächsten Folge, was wir dann da machen müssen. Bleibt gesund, haut da rein und tschüss.